Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar ist heute der letzte Hauptcharakter aus Horstland dran. Ihr habt es schon im Titel gelesen, ich rede von Chloe. Ich rede von Chloe. Oh mein Gott, nein. Und zwar rede ich von Zoe und ihrem Pferd Pepper. Wie immer blende ich ein Bild von den beiden ein, für alle, die nicht wissen, wie die beiden aussehen oder wen ich genau meine. Dieser Charakter wurde sich unglaublich oft gewünscht, aber ich hatte einige Schwierigkeiten. Ich weiß, ich sag oft, dass ich Schwierigkeiten mit den Charakteren habe. Eigentlich habe ich immer irgendeine Schwierigkeit. Und zwar ist die Schwierigkeit heute, Pepper ist ein holländisches Warmblut, kurz ein KWPN, wenn ich es richtig verstanden habe. Diese Pferderasse gibt es derzeitig aber nicht im Spiel. Deswegen werde ich eine andere Rasse für Pepper kaufen müssen. Ich werde versuchen, optisch einfach nur so nah es geht ranzukommen. Und halt nicht die Rasse kaufen, weil ich die Rasse nicht kaufen kann. Also ja. Falls ihr schon unschwer kennen könnt, ich bin beim Pferdemarkt. Ich habe mir verschiedene graue Pferde Generation 3 angeschaut, da Pepper ja grau ist. Aber mir ist nichts Gutes eingefallen. Das Beste, was ich dachte, wäre das graue englische Vollblut. Aber ich finde, es kommt einfach auch nicht so wirklich an Pepper ran. Deswegen habe ich hier ein bisschen rumgeschaut, habe jetzt schon mal alle Pferde, die für mich in Frage kämen würden, so auf grau gestellt. Und ich würde sagen, wir gucken die jetzt einfach mal an. Beim friesischen Sportpferd bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich so passen könnte. Ich denke an sich, klar, die lange Mähne würde natürlich passen, aber ansonsten kann ich es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Pepper hat auf jeden Fall auch noch eine weiße Blässe. Und jetzt, wo ich es mir gerade noch so ein bisschen genauer anschaue, dachte ich doch an den Mustang der Generation 3. Da gibt es ja einen grauen, den ich bereits habe. Aber wir schauen es trotzdem erstmal hier um. Der Hannoveraner könnte an sich vielleicht auch passen, aber irgendwie weiß ich nicht. Für 900 Starcoins dafür, dass das aus der Generation 2 ist, finde ich ihn doch ein bisschen zu teuer. Deswegen würde ich ihn eigentlich gerne weglassen. Ich hatte auch das englische Vollblut der Generation 2 angeschaut, wenn ich nicht gegen den Zaun knallen würde. Fand ich auch nicht so. Und den Morgen der Generation 2. Den finde ich auch mega, mega süß. Ist ein richtig knuffiges Pferd. Ob es ganz zu Pepper passt, weiß ich aber nicht. Ich würde sagen, wir gehen kurz in meinen Heimatstall und schauen uns den Mustang der Generation 3 an. Und danach entscheiden wir zu einem Pferd. Also Pferd ist wirklich heute ein bisschen schwieriger. Ich weiß auch, dass der Mustang nicht zu 100% passen würde. Ich hoffe, man kann es mir verzeihen. Also einfach einmal reingehen und dann hoffen wir das Beste. Man sieht mich heute auch immer auf dem Pony, das sieht man wirklich nicht oft, aber ich möchte endlich mal meine Ponys leveln, damit ich mir ein paar neue kaufen kann. Seid auf jeden Fall gespannt. Aber hier steht mein Mustang. Er hat eine weiße Blässe. Er ist grau und man könnte die Mähne bei ihm auch etwas länger machen, theoretisch gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich es unbedingt machen würde. Ich denke, alles in allem könnte schon passen. Ich würde sagen, wir nehmen ihn und ich hoffe, dass nicht zu viel Hate kommt. Wie gesagt, mir ist bewusst, dass Pepper kein Mustang ist, sondern ein holländisches Warmblut war es, glaube ich. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Wir schmeißen es jetzt einfach mal auf und wir ignorieren, dass er hier so eine weiße Stelle hat. Ich weiß auch nicht, wie man das nennt, und nehmen die Sachen mal von ihm runter. Denn ihr wisst alle, was kommt. Wir brauchen natürlich auch ein Outfit, das zu den beiden passt. Dafür gehen wir einmal in den Glaube-Shop. Ich habe mir hier schon die Sachen angeschaut. Und zwar brauchen wir erstmal einen Sattel. Pepper trägt so eine Art türkisen Sattel, würde ich sagen, mit einer türkisen Trense und ist alles mit so goldenen Verzierungen, also goldenen Steigbügel, goldenem Gebiss. Wie gesagt, hatte ich ja schon durchgeschaut. Das Beste, was mir bisher eingefallen wäre, wäre dieser Sattel hier, da er goldene Steigbügel hat und blau ist. Aber es ist halt auch viel weiß mit drin. Deswegen könnte man sich drüber streiten, ob das passen könnte. Gebe auch noch so einen hier. Oder so ein, aber der hat dann silberne Steigbügel, könnte vielleicht auch alles in allem besser passen. Bei dem Sattel habe ich also das Problem gehabt, dass es keine passende Trense gibt. Oder ich zumindest halt keine passende gefunden habe. Also schauen wir einfach mal kurz durch. Die passt natürlich nicht so sehr, die auch nicht. Und die halt auch nicht so wirklich. Ich hatte eine ungefähr passende vielleicht gehabt in meinem Schrank, aber ich zeige euch gleich, wieso sie nicht passt. Oder wieso ich denke, dass sie nicht passt. Und zwar dachte ich an diese Trense hier, aber sie hat halt diesen bunten Stirnriemen angebissen, deswegen bin ich mir sehr unsicher dabei. Da ich aber finde, dass es halt nicht so wirklich zu Zoe und Pepper passen würde. Ansonsten hätte ich keine andere. Der Charakter heute ist wieder sehr schwierig. Weiß ich gar nicht, was ich genau machen soll. Wie immer dürft ihr mir Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Und ihr könnt auch immer sagen, wie ihr es so gemacht hättet. Ich gucke jetzt einfach mal kurz rum, was man noch so machen könnte, was es vielleicht für Auswahlmöglichkeiten gäbe. Wie gesagt, dachte ich an diesen Sattel hier mit der Trense. Aber ich weiß nicht, ob das so gut an Pepper rankommt, muss ich euch ehrlich gestehen. Aber mir würde nichts Besseres einfallen. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Sollen wir diese Sachen nehmen? Oder suchen wir uns doch ein anderes Pferd aus? Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir entscheiden uns doch für den türkisenen Sattel, da ich denke, dass der einfach am besten passen würde und es einfach mir mehr Vibes davon gibt, dass es gerade Pepper ist. Mit dem Pferd werde ich nochmal kurz schauen, wir kaufen uns auf jeden Fall schon mal diesen Sattel hier. Ich hatte jetzt die Trense mit draufgepackt und ich finde es super schade, dass das Gebiss nicht auch silber ist. Vielleicht ist es auch gar nicht mal die passende Trense dazu. Gucken wir einfach mal. Nee, wahrscheinlich eher nicht.
Ich denke, ich gehe jetzt einfach noch mal ein paar Shops durch und dann finden wir vielleicht doch noch was anderes. Vielleicht habe ich doch etwas gefunden. Uns habe ich bei der Star Stable Datenbank nachgeschaut und da hieß es, bei der heißen Kartoffel könnte eine passende Trense zum Sattel sein. Ich würde sagen, wir ziehen mal kurz den Sattel auf und dann die Trense und schauen wir mal, ob es passt oder nicht. Und zwar einmal Trensen und das wäre die Trense hier. Vielleicht nicht zu 100% perfekt, aber ich denke, sie passt ein bisschen besser als die andere Trense, die wir gesehen haben. Ich würde sagen, wir kaufen sie dann einfach mal. Dann ist aber die Frage, ob wir wirklich unseren Mustang hier verwenden oder doch lieber ein anderes Pferd. Ich werde es mir kurz überlegen, aber dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, also ich war jetzt nochmal beim Pferdemarkt. Ich habe jedes Pferd mit den Bildern von Peppern abgeglichen. Und ich muss sagen, ich finde, der Mustang passt jetzt einfach doch am besten. Nicht zu 100%, auf gar keinen Fall perfekt. Aber von allem Pferd, die ich mir angeschaut habe, denke ich, dass er am besten passt. Deswegen behalten wir ihn erstmal. Das heißt, wir gehen in unseren Heimatstall, ziehen unseren kleinen Pepper jetzt für heute hier mal alle Sachen an. Und dann ist das Outfit und die Frisur von Chloe dran. Oh Mann, wieso kann ich es mir nicht merken? Dann ist das Outfit und die Frisur von Zoe dran. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hab's heute nicht so. Auf jeden Fall, wir ziehen Peppas Sattel und Peppas Trense an. Und dann fehlt natürlich noch die Schabracke. Dann nehmen wir die gleiche wie immer, wie ich es jedem Video sage. Und zwar ist das einmal diese hier einfach, die weiße schlichte. Und dann ist Peppas Outfit hiermit fertig. Es ist nicht die perfekte Pepper, aber wir haben unser Bestes versucht. Dann brauche ich natürlich noch ein Bild von Zoe, damit wir gucken können, wie wir Zoe so umkleiden. Zoe hat ein türkises T-Shirt, würde ich sagen, an, eine braun-beige Hose und so blaue Stiefel. Da könnte man vielleicht aber auch als schwarz sehen. Einen schwarzen Reithelm hat sie in manchen Bildern auch auf. Deswegen, ja, machen wir das so. Ich denke, ein blaues T-Shirt werde ich nicht haben. Nee. Das bedeutet, wir gehen direkt in den Global Shop rein. Und dann gucken wir einfach mal durch, was wir so finden. Ich denke, ich hätte mal ein T-Shirt gesehen, das mich ein bisschen an sie erinnert hat. Und zwar wäre es dieses hier gewesen. Jetzt passt es aber nicht zum Sattel. Das macht mich jetzt traurig. Aber ich denke, das kann wirklich am besten passen. Das ist halt auch so ein. Kann man das schon Poloshirt nennen? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Es gäbe auch noch dieses hier, aber ich fand, das andere hat einfach gerade besser gepasst. Oder dieses hier tatsächlich würde auch gehen. Das passt ein bisschen besser zum Sattel. Genau, dann kaufen wir uns das gleich auch mal. Es ist einfach blaues T-Shirt. Das passt doch perfekt. Gehen wir weiter mit dem Bein. Das war, wie gesagt, so eine Art Braun. Also eigentlich könnte so eine Hose schon gut passen. Und ich habe so einen Besitz und ich denke, die könnte sogar auch passen. Gucken wir aber trotzdem mal kurz weiter, falls wir doch etwas Besseres sehen sollten. Die könnte eigentlich auch zu Zoe passen. Ich muss immer wegen dem Namen überlegen, es tut mir wirklich leid. Oder die ist halt auch mega schön. Ich denke, es wird keine Sünde sein, wenn wir ihr schwarze Stiefel geben. Ich denke halt, dass es im Gesamtpaket auch einfach besser passen würde. Wir ziehen auf jeden Fall unser blaues T-Shirt an. Einen schwarzen Reithelm, den müsste ich genau hier haben. Die Handschuhe werden wie immer ausgezogen, dann nehmen wir die einfach gleich mal mit. Schwarze Stiefel, die sind perfekt. Und dann fehlt nur noch die Hose. Ich hätte diese hier, die könnte vielleicht auch durchgehen. Ich denke, die würde ein bisschen am besten zu Zoe passen. Deswegen nehmen wir die einfach gleich mal mit. Und jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. Und zwar Zoes Frisur. Deswegen gehen wir direkt mal zum Friseur in Fort Pinter. Ich habe mir schon einige Frisuren angeschaut, war mir nicht zu 100% sicher, welche genau ich nehmen wollte. Zoe hat ja etwas längere Haare und auch so ein bisschen gelockt eigentlich oder gewellt. Und da sind mir mehrere Frisuren in den Sinn gesprungen. Deswegen bin ich mir eigentlich nicht sicher, welche genau ich nehmen werde, weil ich denke, dass mehrere passen könnten. Ausnahmsweise wird eine Frisur heute kein Problem sein, denke ich. Man hat eher zu viel Auswahl als zu wenig. Aber wir schauen uns das einfach mal an. Wir sind jetzt direkt mal da und dann ist er auch schon ein Friseur. Das kennt ihr alles auch aus den anderen Videos. Die komplette Horsend-Reihe werde ich euch wie immer verlinken, dass ihr auch noch alle Videos anschauen könnt, wenn ihr das möchtet. Aber dann gehen wir einfach mal rein und gucken, was wir so finden. Dann gehen wir mal auf Frisuren. Und zwar war die Frisur schon die erste, die mir so ins Auge gestochen ist. Ich denke, er sollte aber etwas hellere Haare als. Gucken wir einfach mal. Die hier könnte schon mal sehr gut passen, das meine ich auch mit heller, also die wäre eigentlich perfekt, denke ich. Nur, dass die Haare glatt sind und Zoe halt so gewellte Haare hat. Darin sehe ich Zoe einfach nicht so sehr. Die Zöpfchen fand ich auch süß, ich glaube, es gab mal eine Folge, wo sie Zöpfchen hatte, bin mir aber nicht sicher. Aber standardmäßig trägt sie offene Haare, deswegen würde ich die Frisur nicht nehmen. Die Frisur könnte nahe kommen, aber ich denke, am besten passt wirklich diese Frisur hier. Deswegen kaufen wir sie uns einfach mal. Und die können wir auch ruhig jetzt schon ausstatten und können aus dem Friseur rausgehen. Und dann wäre das unser Outfit für Zoe. Ich denke, es ist eigentlich ganz okay getroffen. Pepper vielleicht nicht ganz so gut, aber wir haben unser Bestes versucht. Wie immer blende ich euch da noch ein paar Clips ein und dann wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß dabei. Das sind Pferdefreunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Horseland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein. Unsere
So Leute, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die 5 Hauptcharaktere aus Horsend sind erledigt. Wir haben alle einmal nachgestellt gehabt. Aber, ganz großes Aber, die Videoreihe ist noch lange nicht zu Ende. Ich habe noch einige Ideen offen. Seid auf jeden Fall gespannt. Übernächsten Sonntag wird es weitergehen. Und ich hoffe, ihr werdet euch freuen. Denn ich weiß schon ganz genau, wen ich da nachstellen werde. Vielleicht werdet ihr ein wenig überrascht sein. Mal sehen. Ihr dürft natürlich liebend gerne eure Meinung und Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben. Vielleicht werde ich ja den einen oder anderen Charakter noch ein zweites Mal darstellen. Denn es sollten ja im November, glaube ich, die holländischen Warmblüter rauskommen, Star Stable. Denke ich, also soweit ich informiert bin. Vielleicht gibt es eine Chance, dass ich vielleicht nochmal Zoe und Pepper mache. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Es wird auf jeden Fall noch weitergehen. Und ich würde sagen, dann macht es gut. Habt einen schönen Tag, habt einen schönen Abend. Wir sehen uns vielleicht ja beim nächsten Mal wieder. Tschüss!